Das kostenlose Upgrade von Windows 10 wird bekanntlich in Wellen ausgeliefert. Der Download geschieht dann im Hintergrund. Der User bekommt es gar nicht direkt mit. Wer sich das Upgrade von Windows 10 reserviert hat, wird deshalb nicht unbedingt direkt den Download angeboten bekommen, damit die Server von Microsoft nicht überlastet werden. Es gibt jedoch eine Möglichkeit, wie man den Download forcieren kann, sollte man davon ausgehen, dass er noch gar nicht begonnen hat. Wie immer sind unsere Hinweise ohne Gewähr. Dazu muss Windows 10 vorher in der Taskleiste reserviert worden sein. Zunächst wechseln wir zu Windows Update. Wichtig bei dem Trick ist nämlich, dass Updates automatisch installiert werden. In der Regel sollte das ja ohnehin der Fall sein, wenn nicht, kann man es über die Einstellungen ändern. Dann wechselt man ins Windows-Verzeichnis, dort in das Verzeichnis Software Distribution und dann in das Verzeichnis Download. Hier muss man alle Dateien löschen, nur die Dateien, nicht den Ordner. Zuletzt führt man die Eingabeaufforderung mit Administratorrechten aus, sucht also zum Beispiel nach cmd.com, klickt dann rechts auf die Eingabeaufforderung und startet sie als Administrator. Jetzt tippt man folgende Zeile ein: wuault.exe/update-now. Windows beginnt nun, Update-Files herunterzuladen und zu installieren und sollte dann auch mit dem Download von Windows 10 beginnen, sofern es vorher reserviert wurde. Ob der Download von Windows 10 läuft, kann man im Windows Update-Tool überprüfen. Bei unserem Testgerät hat es trotzdem etwas gedauert und zwei Anläufe dieser Anleitung gebraucht, bis der Download endlich startete. Wer also ganz sicher gehen will, sollte auf die Benachrichtigung durch das gewöhnliche Microsoft-Tool warten.